Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, ich habe mir das Video von Blicked angesehen, also Blight wahrscheinlich, Englisch. Und es ist ein neuer Gem, der in fächerartiger, förmiger Schussweite ist relativ gering, aber durchgehend, das ist auch ein Channel Skill. Er tut durchgehend eigentlich schießen und sieht eigentlich relativ nett aus, aber ich denke, es ist einfach zu wenig Wumms dahinter. Ich werde wahrscheinlich kämpfend damit, aber könnte sich ändern, wenn ich den Skill auch mal spielen kann. So. Ja. Hoppla. Ich habe mir mal alle Rapiers hier hingetan. Und das Inspiry Edge. Das hätte ich fast vergessen. Das kann ich natürlich auch verwenden. Vor allem, weil es Mime gibt drauf. Also Mana After Eye. After. Ich muss es schauen. Mime on Hit. Das gibt es sicher hier irgendwo. Ich glaube, das ist sogar irgendwo hier unten. Oh, das ist das der obere. Also Ding ist es ja nicht. Mint over Matte. Mime. Ich denke, es ist einfach das Ding mehr zwischen Mana gained und Kill oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Hä? Was ist Mime? Könnte auch das sein? Nein. Ich weiß es nicht. Egal. Also, dann habe ich noch die zwei. Neues bekommen habe ich relativ wenig. Diesen Bogen. Viel Crit hat. Das lohnt sich sicher. Diesen Gem, Wall Lightning Strike. Und eben den habe ich gefunden. Wo ist der andere? Ich habe ihn irgendwo hier reingetan. Ah, Mist. Aber irgendwo war er. Da. Wahlark. Da rauf tun. Alles ein bisschen zusammen. So, ihr seht, wo ich bin. Ja, ist jetzt noch nicht ganz. Ich bin vor den Göttern. So. Ich bin vor den Göttern und muss jetzt einen aussuchen und das ist jetzt wieder mal der linke. Nein, ich nehme der linke. Ich nehme Quam. In dem muss ich den rechten nehmen, in Merciless, aber sonst kann ich den linken nehmen. Weil der linke macht ja fetten Schaden mit seinen Gebietsmossen und so. Er selber macht ja nicht viel Schaden. Ja, und ihr seht, die Angriffsgeschwindigkeit hat abgenommen, aber ist viel stärker geworden. Durch gewisse Sachen, die ich jetzt gerade nicht sagen kann. Ein bisschen habe ich natürlich auch dazu bekommen. Ich muss auch den Skills üben und ein bisschen besser zeigen. Das habe ich natürlich genommen und hier Ambidexterity. Jetzt bin ich gerade hier hinher, Hamatopaki, und jetzt schaue ich danach noch, wo ich denn hin will sonst, weil auf Crit gehe ich wahrscheinlich noch nicht so, hä? Müsste ich aber dann bald. Ich kann hier hoch, also hier rüber. Ja, lass mir sie nicht mitnehmen. Ein Yewel Socket möchte ich noch mitnehmen. Und auf Deck Duality und Berserkring eventuell und oben auf die Live-Sache. Also ihr seht, er ist unglaublich stark geworden. Hat ja sogar einen neuen Dolch, also einen neuen Degen. Ja, der da Empire Edge habe ich schon länger gefunden. Ja. Und wie ihr seht, unten links auf Q, ich habe
jetzt den großen War Chief. Und der macht schon extrem viel Damage, weil ich so viel Schaden gesteckt habe. Hä? Und ich nehme überhaupt keinen Schaden, also vielleicht ein bisschen Energy Shield, ja. Und das ist Wahnsinn. Vor allem wegen Iron Reflex. Es konvertiert alles Ausweichchance in Armor um. Also bekomme viel weniger Schaden von physischen Angriffen. Oh, ein Wildläufer. Einfach so. Also das ist eines der guten. Ich mag das irgendwie. Und zwar müssen wir das mal kurz anschauen. Ja. Ich wusste, es ist der... Ach, Männer, zum guten Glück nicht der mit Cold Damage. Es gibt noch einen... Oh nein, der Helm ist mit Cold Damage, den wir schon haben. Die, Ding, Hüttmütze, Piratenmütze oder einfach Seemannshaube. So, Level Up. Wir müssen jetzt hier rüber. Ach Gott, ihr übertreibt's. Wir brauchen hier Sockel. Ja? Gehen wir das mal kurz machen. Ja? Ich habe ja den Ding gar nicht. Ich meine immer, ich habe ihn, aber wir suchen ihn immer wieder. Ach Gottchen. 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3. Ey, muss das sein? Es nervt einfach. 2, 4. Sehr gut. Jetzt muss ich das noch so Ding. Ich brauche mehr. Mist! Was ist denn los? Kackt mich an. Yes! Nehme ich doch. Ja, aber ich muss ihn noch umändern. Ja, so würde nicht... Ja doch, es wird schon gehen. So, und du bist Herald of Ice. Du kannst dorthin. Dann rüste ich dich mal aus. Hä? Und nehme irgendwas Magie noch rein. Zum Beispiel kritische Strikes. Also wenn ich jetzt viel habe, dann könnte ich das schon eventuell benutzen, hä? Da muss ich da schauen und danach so weit hinten. Wie viel habe ich dann? Ja, 12% ist nicht ganz so gut. Aber sollte es schon nehmen bald, hä? Also, ich habe jetzt das drin, hä? Schauen wir mal, wie viel Mana wir verbrauchen. Oh, ich will doch das nicht haben. Immer dieses Scheiß, wieso kann das nicht einfach speichern, wenn man es zurücklegt, dass es noch weiß. Aber eben das Spiel ist technisch halt recht scheiße. Yay. Level up. Des Games. Oha. Da ist schon dieses fette Teil. Der macht so viel Schaden. Das ist unglaublich. Ich werde einfach so angreifen. Fertig. So viel Schaden macht. Ist es sogar viel besser hier mit dem anzugreifen. Es ist übertrieben.
Es ist einfach ein übertriebener Boss. Ja. Genau das wollte ich eigentlich nicht machen, aber ja. So seht ihr, kann auch noch sterben. Also es ist unglaublich. Ich bin ja sowieso eine richtige Glass Cannon Spieler. Es ist Wahnsinn, aber wie die Bosse einfach immer stärker werden. Von Season zu Season werden die Bosse immer unglaublich viel stärker. Was macht ihr denn, Entwickler? Könnt ihr nicht entwickeln? Könnt ihr nicht balancen? Seid ihr so strohdumm? Nein. Eigentlich will es ja nicht so sagen, aber eigentlich ist es ja strohdumm. Wenn die das nicht merken, dann sind sie in dem Hinsicht strohdumm. Es nervt halt einfach gewaltig. Das Spiel könnte so gut sein, wenn einfach die Entwickler nicht immer so mega nervig sind mit ihren, oh, ich will so das Spiel so schwer machen wie möglich. Wenn ich es schwer mache, dann mache ich es balanciert. Dann lasse ich lieber das Spiel nicht ganz so schwer und habe es balanciert als so ein Mist. Ja, da ist ein Baum, weißt du? Einfach mal einen Baum. Ich habe einen Baum, weil ich einen Baum habe. Einfach mal in diesem Reich. Ach, ist ja nicht mein Reich. Es ist kaum, er liebt Bäume. Tja, da werde ich manchmal richtig böse, wenn einfach das Spiel nicht so richtig geht, weil irgendwie der Zyklon immer feststeckt irgendwo. Ich habe mir schon mal gedacht, dass ich irgendwie Leckerate nehmen soll oder so als Hauptattacke. Weil Zyklon auch noch so extrem langsam ist. Wieso kann Zyklon nicht so ein schneller Main-Ding, also Basisgeschwindigkeit haben und danach nicht mehr. Also nicht mehr so allzu schnell wird. Wäre viel besser. Aber ihr werdet sehen, später ist man unglaublich schnell. Viel zu schnell, also was ich so schon so gesehen habe, ist extremst. Sledgehammer. Okay, ja, Damage mache ich extremst viel schon. Es war noch zu wenig, also Melee-Charakter sind extremst im Vorteil in diesem Spiel. Momentan. Im jetzigen Entwicklungsstand. Aber hallo, darf ich endlich wieder hoch? Komm, Mana, jetzt. Hallo. Die Mana-Regeneration ist extremst gering. Aber vor allem, ja, eben die Entwickler schmeißen etwas rein und merken dann, oh, es ist scheiße und überarbeiten es. Aber nicht gut genug. Vieles wird immer wieder überarbeitet und da merkt man, wie die Entwickler eigentlich sehr viel Lust haben, so etwas zu balancieren. Sollen sie aufhören mit dem Spiel? Fertig. Es macht sowieso einer dann bald bessere Spiele. Ich kann es. Ja, also ich werde natürlich den Entwicklern, die für mich ein Spiel machen, extrem sagen, was sie genau richtig machen sollen, was nicht. Da werde ich extrem klar, ja, einfach zeigen, was denn genau gemacht werden muss als erstes und so weiter. Ich will ja auch der Producer sein, also der schaut, was er bestmögliches machen kann für das Entwicklerstudio. Und ja, ich brauche keine Ausbildung für das. Die sollen mir das Geld geben, fertig. Weil ich kenne alles schon. Also ich kann es besser als einer, der ausgebildet ist. Schaut euch mal Peter Molyneux an. Oder wie er heißt. Ich weiß nicht, ob er Peter heißt. Ich glaube, er heißt Peter. Vor allem, der entwickelte nur Schrott. Der hat schon immer nur Schrott gemacht. Der wurde einfach hochgelobt. Er hat Black and White entwickelt, wo ich schon vorher wusste, dass ich genau so ein Spiel entwickeln wollte. Ich hatte schon mit
ja, bei Zelda Link to the Past hatte ich schon richtige Ideen für ein richtiges Spiel. Aber ja, ich habe halt das Talent, ich bin ein Multitalent, also mehr kann ich das nicht beschreiben. Weil ich auch mich sehr darum kümmere. Ich habe so viele Gedanken. Das sind meistens Gedanken, die ich vor dem Bett gehen habe, im Bett. Und das zeigt einfach mal wieder, viele Entwickler haben einfach keine Ahnung vom Entwickeln. Vor allem die neuesten. Was die für Schrottgames manchmal machen. Tja, ich habe schon sehr viele Fanboys böse gemacht. Das stimmt. Aber das auch nur im berechtigten Sinne. Weil ich nicht will, dass die ganze Zeit immer wieder sagen, ja, das ist das beste Spiel. Wieso sollte das das beste Spiel sein? Vielleicht für ihn, aber er soll vielleicht das nicht aller Welt auskunden. Also, es sind verschiedene Leute, es sind sehr viele Let's Player darunter. Es sind sehr viele Suchtis einfach, die 24 Stunden pro Tag spielen. Und zwar, ich sage gern 25 Stunden. Aber ich habe es jetzt 24 Stunden gesagt. Jo, in meiner Hinsicht sind halt einfach die Leute zu fanboyig. Schon tot. Die gehen immer schnell kaputt. So. Ich wollte noch kurz hier schauen, hier ist nichts. 17 Minuten haben wir jetzt, okay. Hier kommt der Große. Ich wusste, der kommt relativ schnell. Er kann ganz am Schluss kommen, er kann ganz am Anfang kommen. Deshalb aber ist auch kein Problem. Juppla. Aha. Ihr wollt euch verstecken. Nicht mit mir. Also die Lava könnten sie auch ein bisschen besser machen. Aber eben, ich finde ja Powerful Exe nicht scheiße. Ich finde es einfach unfair. Also, ich habe halt Kritik, die kommt nicht jeder gut. Also, lieber. Also. Die meisten sind halt eben Fanboys. Und wenn ich so Kritik habe, dann ist es extremst, was die herumwirbeln. Tja, sollen sie herumwirbeln. Ich bin mich so gut an das gewöhnt. Also ich liebe das, was die im Eingriff.de-Form jetzt herausgebracht haben. Das ist oberste Peinlichkeit. Ich habe nur ein bisschen geschrieben, was der Entwickler so falsch macht. Und die denken gleich mal an konstruktive Kritik, dass ich genau alles sagen muss und alles machen muss. Dann habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht und so. Dann wollten sie einfach auf ihrer Seite sein. Sie haben mich immer wieder auf ihre Seite geschoben. Ja, sie seien ja die Pros. Sie sind ja auch Minecraft-Suchtis. Dabei haben sie sowas von gefailt. Ich könnte ihnen alles sagen, was sie gefailt haben, aber das ist so cool. Also das Microsoft, ja, einfach Minecraft-Form ist extremst noobig geworden. Schon heftigst. Jetzt kann ich ja nichts dafür, dass ich nicht gut Englisch kann, noch nicht so gut. Dann schreiben sie, ja, das schreibt man mit Y. Ja und? Dann habe ich es halt mit I geschrieben, fertig. Nein, die wollen alles natürlich sehr exakte Rechtschreibung haben. Und die Grammatik wäre noch schlecht bei mir. Oh, sind das arme Leute. Ganz arme Leute. Tja. Eben, es geht halt immer wieder etwas zu kritisieren. Aber Leute, lebt damit. Immer hat jemand Kritiken. Die Leute wollen einfach nicht im Einklang miteinander leben. Das ist es. Vor allem die Amerikaner, die haben so viel Trump jetzt im Kopf. Dritter Weltkrieg und alles haben sie im Kopf. Sind so arme Leute. Jetzt wird Trump oben runtergemacht, runtergezogen und Wahnsinn.
Wieso denn, Leute? Lasst diesen Trump in Ruhe. Fertig. Das ist auch nur ein Präsident. Beziehungsweise noch nicht ein Präsident. Aber bald. Lebt damit. Wohnt ja sowieso hoffentlich in Deutschland oder Schweiz. Oder einfach weg von der USA. Weil sonst geht aus der USA weg, bitte. Das ist schlimm genug. Aber lasst ihn in Ruhe. Wieso müsst ihr immer alle ja angreifen? Egal, ob sie es schon gemacht hat oder nicht, aber lasst es einfach. Greift nicht immer Unbekannte an. Wenn, dann greift Leute an, die es verdient haben. Die es verdient haben. Liebe Leute. Ja, ja, also ihr dürft natürlich Fanboy von mir werden. Das ist kein Problem. Aber ein so Fanboy-Theater wie Gronkh es hat, möchte ich nie erreichen. Dafür habe ich keine Nerven. Also bitte, wenn ihr Fanboy sein wollt, bitte erwachsene Fanboys, gell? Auch wenn ihr Kinder seid. Aber eben, ich muss noch viel lernen, also ich muss wahrscheinlich über den Fußball die meisten Abonnenten haben. Weil natürlich viele einfach nicht kommen, weil sie meinen, ja, der ist Schweizer oder der hat, ja, Sprachprobleme oder sonst irgendwas. Ist immer unterschiedlich, aber alles ist eigentlich doof. Ganz YouTube hat da extreme Bausteine, die du zuerst legen musst. Du musst eine Burg bauen, bevor du bei YouTube überhaupt anfangen willst. Kauf dir Equipment, kauf dir alles und dann fang an. Ich habe es zum Beispiel geschafft, indem ich jetzt einen guten PC gekauft habe vor einem Jahr. Und jetzt auch noch Equip kaufe, also die Qualität, die wird sehr stark steigen. Gell? Aber bitte wartet noch einen Tag. Es ist morgen, also dem Freitag, den 9. Ich glaube, es ist der 9. dann. Admiralty, prima. Ja, ja, ich werde mich auf jeden Fall bald noch dicke machen. Viel mehr aushalten für diesen Charakter. Einbauen. Und dann werde ich auf Crit gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schon auf Crit gehen soll. Aber 11% ist da sehr gering. Da muss viel mehr kommen. Weil ich habe ein gutes Schwert mit gut viel Crit-Chance. Also eigentlich müsste ich jetzt mehr haben. Aber das liegt einfach an den Main-Crit-Chancen von den Gems. Also die Crit-Chancen, die schon auf den Gems drauf sind, ist auf Zyklon halt relativ gering scheinbar. The Battleborn, eine Axt. Einfach eine Unique-Axt. Cool. So, jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Tut mir leid, wenn ich heute einen nicht so langen Part mache. Aber ich denke, ich werde lieber einen kürzen diesmal machen, bis ich den Boss besiegt habe. Ich werde noch ein bisschen hier herumtanzen, natürlich. So, ja, mir freut es einfach, dass ich momentan wieder ein bisschen mehr Abonnenten habe. Es waren viele Leute, die mich wieder abonniert haben. Jetzt habe ich 485 und das ist richtig toll. Dankeschön dafür und ja, ich muss mal einfach gut schauen, was ich als nächstes einfach einbauen soll. Vor allem werde ich dann noch Real-Life-Videos machen. Hey, übertreib's nicht. Du machst so viel Schaden. Boah, ich merke gerade, dass ich mega squishy bin. Yes! Geschafft. Ja. Könnte auch besser gehen, aber natürlich ist es auch viel schwer als Nahkämpfer. Oh, ja, ja. Also, jetzt werde ich weitermachen. Ich werde eventuell... Ja.
Vielleicht brauche ich schon noch einige Zeit, bis ich equippen kann, also alles eingestellt habe und so, die Qualität auch sehr gut ist. Ich werde vielleicht einen Tag einfach mal nicht aufnehmen und danach weitermachen. Das wird vielleicht ungefähr einen halben Tag, also anderthalb Tag, also einen und einen halben Tag lang dauern. Und dann kommen wieder öfters Video. Und ja, eben der nächste Schritt würde die Internetleistung sein, aber meine ist sehr begrenzt. Hier oben in der Alm. In der Alm Drago. Tja, aber nicht so schlimm. Ich kann trotzdem noch genug Videos hochladen pro Tag. Einfach beim Livestream wird es dann ein bisschen knapp. Ja, also wenn ich noch livestreame, dann wird es sehr knapp mit den Videos. Da kommen nicht so viele Videos natürlich. Oh, und zwei. Wo habe ich die Axt? Wo ist die Axt? Ah, da. Sogar nur noch zwei brauche ich. Wow. 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 Ja, ich freue mich riesig. Ich werde jetzt mal schauen, ob es noch besseres Equip gibt. Und, ja, 26 Minuten, fast 27 Minuten ist genug, gell? Ich bedanke mich auf jeden Fall. Oh, sehe ich auch schön aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Dankeschön fürs Schauen. Bitte unterstützt mich, indem ihr ein bisschen Kommentare schreibt und die Videos teilt oder liked und mich abonniert. Dankeschön und tschüss.